Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin bei meiner nächsten Station und bin heute mal nach Spindlermühle in den Bikepark gefahren. Bin hier zum ersten Mal und gucke mir die ganzen Strecken mal an. Das heißt, ich werde heute etwas langsamer mir alles angucken. Gestern hat es noch geregnet. Wir lassen uns mal überraschen, was der Park hier zu bieten hat. Wenn ich das so richtig sehe, sind es ungefähr 500 Höhenmeter. Muss dann gleich mit dem Lift nach oben. Der geht aber auch erst in gut 10 Minuten weiter. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, was der Park bietet. Wir sehen uns dann also gleich auf den Strecken. Okay, ich probiere mal die nächste Strecke aus. Also blau brauchen wir gar nicht fahren. Das ist definitiv nur Waldautobahn. Und ich probiere jetzt einfach mal die rote aus. So, dann versuchen wir noch mal einen Lauf auf der Freeride. Und wieder runter von der Piste. Ah. Thank you.
Maria. Okay, von der Roten gibt es jetzt hier noch eine Abzweigung Deep Forest. Checken wir das auch noch mal aus. Gut. Sup, das war wohl nicht der Weg. Hey, du Witzka, sind das hier geworden. Thank you.
Ui. Das war mein Biketag in Spindlermühle. Sehr, sehr anspruchsvoller Bikepark, nicht für Einsteiger. Die rote Strecke macht schon wirklich Laune, ist doch das Einzige, was man wirklich gut fahren kann. Mit, weiß ich nicht, weit über 30 Sprüngen. Und die anderen beiden, die Forest und die Green Line, ist schon wirklich hardcore bergab. Sehr verblockt. Also wer auf richtig steile und verblockte Strecken steht, wo es auch mal richtig steil runter geht, der ist genau hier richtig. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir immer einen Daumen hoch da. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also macht's gut. Ciao, ciao.